Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück in Monaco mit dem Virus. Hallo Freunde, willkommen hier, Monaco, Italien, immer wieder geil. Ja, eben hat er, was hattest du eben nochmal gesagt, wo das weg wäre? Griechenland. Ja, Griechenland, ja, wir sind aber immer noch in Frankreich, beziehungsweise im Fürstentum Monaco. Ja, guck. Frankreich. Frankreich. Monaco kann man vielleicht gut Urlaub machen, keine Ahnung, aber die Strecke da ist der letzte Müll. Man könnte sich, also ich würde jetzt mal meinen, die hätte nicht genug Geld gehabt, um jetzt eine Rennstrecke zu bauen. Ne? Also nimmt man einfach eine stadtinterne, in Kern, Stadtrennstrecke, die irgendwie schon halbwegs vorhanden ist. Und Hauptsache, man fährt sich alles kaputt und dann passt das. Du musst so sehen, Keule, die haben halt nicht viel Platz. Monaco ist nur ein Stadtstaat, deswegen, die haben nur eine große Stadt und da müssen die halt dann alles reinklatschen, gell? Ja, schon anbauen irgendwo so, unterirdisch. Geht ja nicht. Höhlensystem und so. Und ja, Höhlensystem am Wasser. Ja, ist eine super Idee, du. Ja, machen sie wie Dubai, weißt du? Ne? Sand aufschütten und dann... Ja, so viel Geld haben die Jungs nun auch wieder nicht. Die kannst du mit Dubai nicht vergleichen, auch wenn du Fürstentum bist. Ja, ich fahr jetzt mal raus. Ich habe jetzt nicht geguckt wegen dem Wetter, aber vielleicht guckst du ja. Ja klar, ich mach Wetterfee, das wird wenigstens... Training ist bewölkt, Qualifying bewölkt mit teilweise Sonne und Rennen, oh, wir haben diesmal Glück, ist auch bewölkt. Oh, kein Regen. Ja, das, mal Glück gehabt. Ey, Regen würde mir auf dieser Strecke noch gefallen, weswegen? Weil du fährst die Karre nicht so schnell kaputt, weil du dann ziemlich langsam fahren musst. Ah, bist du sicher, dass die Karre nicht so schnell kaputt fährst? Das Training hat ja gerade erst angefangen. Ja, deswegen... Ich glaube, Regen wäre dann noch ein bisschen fataler. Mit 45 durch die Kurve und dann schafft es die Karre trotzdem nicht um die Kurve. Ist das geil. Oh, oh, hier ist wieder diese geile Boxenausfahrt mit dem schönen Pirelli-Schild. Oder ja, und hinten hast du auf einmal, geht es dann rechts hoch. Das wird lustig. Oh, komm doch rum, Mann. Schlimm, 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 schlimm. Ist ja Gott sei Dank erst die Einführungsrunde, da kann ich ein bisschen mehr Zeit lassen. Yay, yay, yay. Hör auf, Norbert. Okay. Nee, diese Strecke liegt mir absolut gar nicht. Da gibt's andere Strecken. Ja, aber fährst du auf jeden Fall hier eine bessere Zeit wie ich? Okay, ich glaube jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, da ist gerade was kaputt gegangen. Das war diese Scheißkurve da vorne, wo die Karre einfach nicht bremsen und rumkommen wollte. Und dann habe ich jetzt einen roten Spoiler. So schnell geht das. Jo, solange der Reifen noch dran ist, alles gut. Ja, ach, hör mal, das wäre mir jetzt das kleinste Übel gewesen. Es gibt's aufs Qualifying, da kann man auch noch was reißen. Ja, aber ein bisschen ein paar Trainingsrunden ist immer gut. Da hat man ja Zeit fahren, aber das bringt ja dann auch nicht. Nee, vor allen Dingen, da geht ja nichts kaputt und dann hast du keine Boxenstopp, kannst keinen, keine Benzinmenge einstellen. Ach, die... Nee, nee. Ich mag dieses Auto nicht, nein. Ich fahre nächste Runde, fahre ich rein, da ist wenigstens einmal eine beschissene Zeit hingesetzt. Oh, komm doch, du bist so ein stinkender Lauch, ey. Komm doch um die scheiß Kurve, Mann. Ich bin schon so langsam und der Spoiler ist kaputt. Aber die... Ah! Schwein gehabt. Nein, nein! Ja, die Session aufgegeben, wurde, da ist ich doch kaputt gefahren. Nein, die Reifen waren ja noch dran. Die Reifen waren noch dran. Nur der Spoiler hat wahrscheinlich jetzt total kaputt, aber... Ey, hallo? Ja, dann ist noch was anderes kaputt gegangen, alles klar. Ach, das ist doch ein scheiß Training, aber da scheiße ich drauf. Da scheiße ich drauf. Ich mach das dann beim Qualifying, mache ich das auch so, dann habe ich die scheiß Wegstelle hinter mir. Okay. Ja, kannst du ja machen. Boxenstopp. Was ist der Perez, der hat einen Ferrari hinter sich. Der drückt ihm ganz schön auf die Pelle, ey.
Lol, bei mir fährst du noch hier rum, auch interessant. Jetzt bist du da in so eine Auslaufzone reingerollt. Ich weiß auch gar nicht jetzt. Ich habe zwar gerade eine Zeit gefahren, da war auch schon die Karre kaputt. Warum auch immer. Aber ich weiß jetzt nicht, was für eine Zeit das jetzt war. 1,24 irgendwas meine ich. Ne, Quatsch, oder? Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich gleich gucken. Alter, der Vettel haut sofort mal die zweitbeste Zeit hier raus. Oh, die Ferraris werden hier so gut sein. Vor allen Dingen bist du gerade mal wieder auf Speed, darfst du schon wieder für die nächste Kurve wieder den Anker schmeißen. Ich hasse diese Strecke. Ich bin froh, wenn wir die weg haben. Verwarnung rasender Boxengasse, ja, super. Da ist ja nur eine Verwarnung im Training, das ist nicht so schlimm. Weil in dem Sinne, du hast ja keine Boxengasseneinfahrt. Die fängt ja sofort, zack, da an der Ecke an. Das ist ja das Trickige an der Sache. Ey, warte, ich fahr. Nee, ich bin in der Boxengasse. Ich wollte mir gerade selber mal zugucken, aber ich habe gerade aber einen zweiten pinkfarbenen Raser auf der Strecke gesehen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, wie gesagt, bei mir bist du eben in so eine Auslaufzone reingerollt. Na komm, macht mal hin, die Jungs. Jo, meine Zeit war nichts wert. Der Verstappen hat sich schon wieder unterboten. Ei, das kann ja was geben. Am besten ist es, wenn du ganz am Anfang bei Qualifying, wenn man eine super Zeit rausballert, dass man vorne wegfahren kann, aber dann wird man von hinten angeschoben, dann ist auch wieder für ein Horst. Das kannst du so oder so sehen. Das ist einfach. Meh. Na komm, lassen wir das mit dem Training mal. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann gleich im Qualifying wieder. Haut's da rein. Bis gleich. Ciao mit V.